Nachdenklich stimmende Bilder und Worte aus Afghanistan, die wir gerade in der Phoenix-Dokumentation gesehen haben. Guten Abend. Wir wollen jetzt hier in der Phoenix-Runde über das zerrüttete Land und seine Menschen sprechen. Bei mir ist auch der Autor des Films, mein Kollege Boris Barschow. Wir wollen diskutieren, was der Einsatz des Westens mit Afghanistan macht, was sich verändert und ob das Land eine Zukunft hat. Fast wöchentlich hören wir in den Nachrichten von Anschlägen, von Toten. Werden diese schrecklichen Meldungen jemals ein Ende finden? Afghanistan, verraten und verkauft, das ist mein Thema heute. Bei mir sind Martin Baraki, Politologe und Afghanistan-Experte. Er sagt, 30 Jahre Krieg reichen. Wir sollten es jetzt einmal mit Frieden versuchen. Andreas Dittmann, Professor für Geografie an der Universität Gießen. Es gibt nicht nur eine negative Bilanz nach 10 Jahren, sondern auch Erfolgsgeschichten, die Hoffnung machen, sagt er. Katrin Wieland, Geschäftsführerin der Kinderrechtsorganisation Save the Children. Die Unterstützung muss weitergehen, meint sie. Die Investitionen in die Zukunft der Kinder beeinflussen entscheidend die Entwicklung Afghanistans in den nächsten 10, 15 Jahren. Und Boris Barschow, Journalist und Autor der Phoenix-Dokumentation Salam Aleikum Kabul, die Zukunft Afghanistans, die soeben hier in Phoenix zu sehen war. Afghanistans Probleme können nur die Afghanen lösen, sagt er. Der Westen hat den Hindukusch bis heute nicht verstanden. Was hat der Westen nicht verstanden? Eine ganze Menge hat der Westen nicht verstanden. Wir haben jetzt über 10 Jahre diesen Afghanistan-Einsatz der internationalen Community am Hindukusch, eine Unterstützungsmission im Kampf gegen den Terrorismus und den islamischen Terrorismus und eine Wiederaufbaumission der NATO am Hindukusch. Und was den Soldaten und allen Menschen, die dort unten in den Kontingenten bisher geholfen haben, ist auch eine interkulturelle Empathie, die Afghanen irgendwie zu verstehen, mit ihnen umzugehen, ihnen Hoffnung zu machen. Und andererseits auch die westliche Medienwelt, die eigentlich in diesem Einsatz nur mit sich selber beschäftigt ist, als sich mit den Leuten, den Afghanen selber irgendwie zu beschäftigen. Und das war auch der Grund, diesen Film zu machen. Wenn man viele Afghanistan-Reportagen bisher gesehen hat, im Fernsehen oder in Zeitungen gelesen hat, dann sind immer wenig Afghanen zu Wort gekommen. Und mein Traum war es einfach mal, red doch einfach mal mit den Menschen, die das Ganze betrifft. Und das habe ich gemacht. Und ja. Herr Baraki, Sie sind selber Afghane, leben seit vielen Jahren in Deutschland, haben aber natürlich den Kontakt noch nach Afghanistan. Wir haben in dem Film tatsächlich viele Menschen gesehen, die von Hoffnungslosigkeit sprechen, die Wünsche haben, die Träume haben für die Zukunft. Was hat dieser lange Krieg mit den Menschen gemacht oder was macht er immer noch mit ihnen? Der Krieg hat den Menschen kaputt gemacht, psychisch kaputt gemacht, moralisch kaputt gemacht. Ich bin Ende März aus Afghanistan zurück. Ich habe keinen Menschen gefunden, der Hoffnung hätte in Afghanistan. Alle sagten, wir wollen weg. Wer kann, tut es das auch. Und wer es nicht kann, versucht es auch. Also die Menschen haben Angst. Die wissen gar nicht, wie es weitergeht, vor allem nach 2014. Also diese Hoffnungslosigkeit macht den Menschen kaputt, zusätzlich zu dem, was der Krieg geleistet hat in Afghanistan. Also ich habe Kinder beobachtet, die bei mir zu Besuch waren. Und habe ich die Familie darum gebeten, ein bisschen länger zu bleiben. Eine Mutter sagte mir, mein Sohn will nach Hause. Ich habe mit dem Kind gesprochen, warum du nach Hause gehen willst. Sagte, ich will nach Hause gehen, um meinen Cousin zu verprügeln. Also die Kinder haben verlernt, miteinander zu spielen, wie die Kinder hier spielen. Das Spielen von Kindern ist Krieg. Das ganze afghanische Volk ist traumatisiert. Ich bin 6 Wochen da und wenn ich komme, ein halbes Jahr bin ich krank. Tatsächlich psychisch krank. Ich kann nicht laufen, ich habe Konzentrationsschwäche, ich kann nicht vernünftig arbeiten. Und die Menschen, die da permanent da leben, die sind wirklich also psychisch, moralisch kaputt. Dieser Krieg hat die Afghanen kaputt gemacht. Herr Dittmann, wie wichtig ist es, dass der Westen eben auch das hört, sieht? Denn man hat, wie wir es gerade gehört haben, ja oft eine einseitige Sicht. Vor allem, wenn man mal mitbekommt, wie viele Anschläge es dort gibt, wie viele Menschen tagtäglich sterben. Wie wichtig ist es da tatsächlich, immer wieder anders drauf zu blicken? Es ist vor allen Dingen auch wichtig, dass man versucht, nicht auf einem Auge, nämlich auf dem Auge der Erfolge, die es ja auch gab, und der Hoffnungen, die es trotz aller Befürchtungen, die verständlich sind, gibt, und der Hoffnung, dass man die nicht auch sieht. Und wir haben auch mit der ganzen Reihe Afghanen gesprochen, die hier weniger, wenn ich das jetzt nach Herrn Baraki sage, dann klingt das komisch, aber die weniger typisch deutsch sich auf das Negative
fokussieren, sondern die auch bestimmte Hoffnungsschimmer am Horizont sehen und die in Bezug auf die Zeit vorher, die jetzige Lebenssituation einordnen und das, was kommen wird. Also einer unserer Kollegen, der in Kabul in der schlimmsten Zeit aufgewachsen ist, hat dann vor dem Hintergrund, was westliche Medien erschreckte, Einschlag von 3 Raketen innerhalb einer Woche in seinem Wohngebiet gesagt, das ist eigentlich eine sehr gute Verbesserung. Früher waren es 25 Raketen, heute sind es 3 in dem Wohngebiet. Also wir müssen uns abgewöhnen, Afghanistan mit europäischen Lebenswelten zu vergleichen und auch mit europäischen Sicherheitsgefühlen. Das ist ja das, was Herr Barchow eben sagte, so das auf die Nabelschau, auf sich selbst konzentriert. Und dann erkennt man auch in all dieser Angst, die verständlich ist, die Hoffnungsschimmer, die weiterführen. Also die zeigen, dass Afghanistan vor allen Dingen 3 Dinge tun wird in der nächsten Zeit. Erstens afghanischer werden. Also einmal dadurch, dass viele ausländische Akteure natürlich weg sein werden, aber auch dadurch, dass viel Verantwortung in afghanische Hände kommt. Also afghanischer werden dann, das ist sicherlich auch dann nicht zu schwarz gesehen, sondern ein Teil der Realität, vorübergehend auch unsicherer werden. Aber dann in einem dritten Aspekt auch wieder eine Hoffnung auf denjenigen, die jetzt tatsächlich im Land bleiben. Afghanistan wird demnächst einen kleinen, kurzen, weiteren Exodus erleben. Aber Junge, die in der Zwischenzeit gut ausgebildet werden, bleiben zu einem Teil ja auch da. Wer vor allem dort bleiben muss, notgedrungen, sind die Kinder momentan, Frau Wieland. Wir haben zum Schluss des Films ein Mädchen gesehen, das sagt, gibt uns Bücher, gibt uns Schulen, damit wir was lernen können, damit wir aus unserem Leben was machen können. Ist das ein Schlüssel für tatsächlich eine bessere Zukunft des Landes? Ja, natürlich. Und das ist Bildung, gerade Mädchenbildung, ist eine der Erfolgsgeschichten. Wir hören auch natürlich die Stimmen von Angst, von Hoffnungslosigkeit, aber wir hören eben auch die Stimmen der Kinder. 57% der Afghanen sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Und wie Sie auch schon im Anfangsstatement gesagt haben, wir müssen uns darauf konzentrieren, dass diese Kinder Bildung haben. Mhm. Und Erfolgsgeschichte heißt, wir wissen, 2001 waren 1 Million Kinder in öffentlichen Schulen, in formalen Schulen. Wir haben heute 7 Millionen Kinder. 2001 hatten wir kein Mädchen in einer öffentlichen formalen Schule. Wir haben heute 3 Millionen Mädchen in der Schule. Das heißt, es ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, auch passiert. Wir haben ähnliche Erfolge im Gesundheitswesen. Aber natürlich ist viel zu tun. Ich will auch nicht verschweigen, dass 4 Millionen Mädchen eben noch nicht in der Schule sind. Und es geht darum, jetzt diese Kinder, diese Jugendlichen zu unterstützen, mehr weibliche Lehrer, natürlich auch Bildung aufs Land, in die ländlichen Regionen zu bekommen. Aber ich denke, wir dürfen nicht verzweifeln. Und wir dürfen vor allem nicht in diesem Kanon, der momentan sehr gerne erzählt wird, dass Entwicklung in Afghanistan nicht stattfinden wird, dass es nur Korruption gibt, dass das alles keinen Sinn macht. Wir wollen in diesen Kanon nicht einstimmen, weil wir sagen, es ist auch wahnsinnig viel Gutes passiert. Aber ich kann mir momentan sehr schwer vorstellen, dass in diesem traurigen Alltag, der zurzeit dort ist oder seit Jahren dort ist, tatsächlich die Kinder da weiterkommen. Man hat immer das Gefühl, gut, es ist super, dass die Schulen gemacht werden und so weiter, aber was können diese Kinder später damit machen? Das ist doch immer ein trauriges Gefühl. Ja? Die sind arbeitslos. Ja, Afghanistan hat eine sehr hohe Rate von Abiturienten, die nachher an den privaten Universitäten, wenn sie Geld und Dollar haben, studieren können. Aber das Studium taugt nicht, weil die Abschlüsse nicht qualifiziert genug sind. Und die staatlichen Universitäten, die kostenlos sind, da kommen nur die Kinder von den Von der afghanischen Elite. Also die sind nachher arbeitslos und schauen Sie mal, ob die fliehen können. Heute in Europa, in der Bundesrepublik Deutschland, Afghanistan ist bei den Flüchtlingsraten Nummer 1. Also das ist sehr, sehr hoch, Zahl der Flüchtlinge aus Afghanistan. Aber trotz allem ist es tatsächlich wichtig, diese Bildung anbieten zu können und das überhaupt ermöglichen zu können. Aber wenn die Leute nachher auf der Straße sind, dann haben die von diesen Bildung gar nichts gehabt. Und die anderen Eltern sagen, ja, ich habe alles dafür getan, damit meine Kinder was lernen, habe ich Geld bezahlt. Und nachher haben die gar nichts, haben die keine Arbeit. Dann sagen die, es ist besser, wenn er auf dem Land mit mir gearbeitet hätte. Das ist das Problem dieser Bildung, was hier hochgespielt wird in den westlichen Medien. Ja? Was meinen Sie mit hochgespielt? Ja, sagt ihr, ja, schaut mal, in der Zeit von Taliban, die Menschen konnten die Schule besuchen, jetzt gehen 6 Millionen Menschen, Kinder in die Schule, das ist okay, aber was passiert aus diesen Mädchen, die zur Schule gehen? Mhm. Was passiert von denen nach? Wenn nachher die Eltern kein Geld haben, dann verkaufen die ein Kind. Tatsächlich, die verkaufen ein Kind, kassieren $10.000 dafür, um die anderen Kinder am Leben zu halten. Das ist die Realität Afghanistan. Also das ist ja irgendwo auch die Zwickmühle. Das haben wir während der Dreharbeiten gemerkt, als wir die Leute auf der Straße interviewt haben und gefragt haben, was ist eure Hoffnung nach 2014? Und das war so ein bisschen hin und her gerissen. Die einen sagten, wir sind froh, wenn die Ausländer endlich weg sind.
Und die anderen sagten, die Ausländer müssen da bleiben, weil dort haben wir unsere Arbeitsplätze. Dort, die geben uns eine Möglichkeit, dass wir uns ernähren können und unsere Familie irgendwie versorgen können. Das ist, glaube ich, die Ist-Situation. Aber ich denke, das, was Herr Baraki gerade gesagt hat, das ist alles richtig. Aber wir, der Westen, der ja angetreten ist, an Afghanistan dem Volk und den Menschen zu helfen, wir stehen in einer Verantwortung, unser Wort einzulösen. Das Schlimmste, was sie in Afghanistan tun können, ist, dass sie sich nicht an ihr Wort halten. Wir haben versprochen, dass wir diesen Menschen dort helfen und die internationalen Truppen gehen jetzt raus auf Afghanistan. Ich habe 2007, als ich das erste Mal als Soldat unten in Afghanistan war, habe ich einen Schmuckhändler kennengelernt, der mir diesen Ring hier gemacht hat. Und den habe ich gefragt, sag mal, Abdullah, was soll ich meiner Familie und den Deutschen zu Hause erzählen über dein Land, die über dein Land nichts wissen? Und er sagt, wir haben 30 Jahre lang im Krieg gelebt. Wir haben die Taliban erlebt. Wir haben Korruption. Wir haben nichts zu essen. Wir haben keine Arbeit. Bitte lasst uns nicht im Stich. Mhm. Und wenn wir die letzten 10, 11 Jahre Afghanistan-Einsatz der westlichen Truppen mal Revue passieren lassen und was wir in unseren Medien darüber erfahren haben, dann sind es eben diese Eigenbefindlichkeiten mit unseren Truppen und Soldaten. Was haben wir dort zu suchen? Und wenn wir nur über diese Negativgeschichten berichten, dann zeichnen wir auch ein Bild über Afghanistan, das sich hierzulande, das Lieschen Müller dafür nicht interessiert. Mhm. Um ein Beispiel zu nennen, ganz kurz, ja. Wir saßen mit einem Druckhausdirektor 2007 da und haben so etwas Ähnliches wie Coca-Cola getrunken. Es schmeckte ziemlich gut, das Zeug. Mhm. Und da habe ich ihn gefragt, was ist das? Ja, sagt er, das ist Afghan Coke. Produzieren wir in Mazar-i-Sharif zusammen mit einer deutschen Firma und wir müssen unsere Cola nicht mehr beim Erzfeind Pakistan holen. Das ist eine Erfolgsgeschichte. Da hat jemand Geld investiert, Arbeitsplätze geschaffen, die Leute verdienen Geld und müssen nicht mehr als Wochenendkämpfer bei den Taliban arbeiten. Wenn Sie auf die Webseite der Bundesregierung, da ist ein Beitrag zu lesen, dass 80% der afghanischen Bevölkerung am Rande des Existenzminimums leben. Ja. Und das ist auch die afghanische Realität. Und das ist auch die Folge des Krieges. Ja. Es gibt natürlich Leute, die von diesem Krieg, von dieser Besatzung von fremden Mächten auch profitieren. Ja. Es gibt auch Leute, die davon reich geworden sind. Die wollen natürlich, dass die bleiben. Es ist völlig richtig, wir lassen den Afghanen nicht alleine. Und begründete damit, die Sowjetunion hat ihre Armee abgezogen. Man hat auf die Sowjetunion Druck ausgeübt, um ihre Armee abzuziehen. Und jetzt begründet man, ja, die Sowjets haben ein Vakuum hinterlassen. Und daraus haben wir eine Lehre gezogen, dieses Vakuum hinterlassen wir nicht. Wir lassen den Afghanen nicht allein. Das heißt, der Krieg geht weiter. Nur, der Krieg ist afghanisiert worden. Der Krieg soll afghanisiert werden, die Afghanen bringen Afghanen um und die Besatzer, die sich dann in den Stützpunkt zurückziehen, gucken die von Weitem, ob nötig ist zu intervenieren. Das bedeutet den Afghanen nicht im Stich lassen und nicht anderes. Ja? Ja, was ich mit dem Beispiel nur sagen wollte, wir müssen natürlich auch die Positivbeispiele nennen, um die Unterstützungswilligkeit des Auslandes und der Leute, die spenden für Schulen, ein bisschen aufrechtzuerhalten. Mit den Spenden, wir müssen den Krieg beenden. Ja, das ist das A und O des Afghanistan-Konfliktes. Ja? Ja, ja, absolut. Aber der Krieg wird natürlich, ich gebe Ihnen total recht, aber ich glaube auch, das Bild sollte nicht zu negativ gezeichnet werden. Ich muss noch mal eine Lanze für Bildung brechen. Ja, natürlich, es ist ja erkannt, dass es eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung geben muss. Es braucht Arbeitsplätze. Wir können auch nicht die Kinder hinterher für die Arbeitslosigkeit ausbilden. Aber wenn Sie sehen, in Uruzgan, 0,3% der Frauen können lesen und schreiben, 7% der Männer. Wo soll denn da nachhaltige Entwicklung anfangen? Also ich würde trotzdem sagen, wir müssen letztlich auf Bildung aufbauen. Wir müssen natürlich Frieden bringen. Der Krieg kostet jede Woche $1 Milliarde. Das weiß ich. Eine Milliarde. Ja. Genau. Ein Viertel dieses Geldes für Bildung auszugeben und für die Arbeitsplätze, dann haben wir ein großes Stück das Problem gelöst. Bin sofort dabei. Also den Krieg als allererstes beenden, das ist die Voraussetzung für alle Weiteres. Absolut. Solange der Krieg andauert, es wird keine Entwicklung geben, es wird keine Perspektive für Afghanistan und für die Menschen geben. Auch für Frauen, für die Kinder nicht. Ich habe eine Frage. Auf einer Friedenskonferenz letztes Jahr in Bonn waren sämtliche politischen Richtungen von afghanischen Politikern und Interessenvereinigungen versammelt und haben überlegt, wie man Afghanistan zum Thema Frieden bringen kann. Und jeder Afghane hat dort seine Konzepte irgendwie vorgetragen. Und dann habe ich eine Frage gestellt an jeden einzelnen Afghanen und sage, die Probleme Afghanistan sind so vielfältig, dass wenn sie ein Problem lösen, entstehen wieder 10 neue Probleme. Und man muss doch auch probieren, in der afghanischen Bevölkerung, die ja untereinander auch zerstritten ist, das Denken in den Köpfen irgendwie zu verändern. Und da war die Frage, wie kommt man in die Köpfe der Afghanen, die untereinander sich auch nicht überall ganz grün sind, rein, dass sie zusammen an einem Strang ziehen. Das ist der Produkt des Bürgerkrieges. Im Folge
des Bürgerkriegs ist diese Feindschaft, angebliche Feindschaft entstanden. Vorher gab es das nicht. Das ist Produkt des Bürgerkriegs und des Krieges jetzt. Ja. Herr Dittmann, wie sieht das tatsächlich aus, wenn wir uns das mal anschauen, dass Afghanistan, bevor die ISAF da war, bevor der Westen interveniert hat, was war das für ein Afghanistan? Direkt vor der westlichen Intervention war es ein von Taliban-Gruppen regiertes Afghanistan. Und dort gab es doch aber auch durchaus... Davor war es ein Afghanistan, das im Wesentlichen zerstört wurde. Als wir also zum ersten Mal nach Kabul kamen, war diese Trümmerlandschaft kein Produkt der Taliban, sondern der verschiedenen Mujahideen-Gruppen, die sich vorher gegenseitig bekämpft. Und das Land, weitgehend zerstört hat. Durchaus, ja? Also es ist schwierig, die ganzen Gruppen tatsächlich auseinanderzuhalten. Und wenn wir uns jetzt nochmal auf das Wesentliche konzentrieren, auf die Kompetenz, die auch hier versammelt ist. Wir sind ja alle nicht diejenigen, die den Krieg beenden können. Wir können dazu beitragen, dass bestimmte Entwicklungsimpulse geschaffen werden. Wir können auch nicht vorhersehen, welche Arbeitsmöglichkeiten es in der Zukunft gibt. Aber wenn man gleich sagt und sich auf einen Fatalismus zurückzieht und sagt, das bringt sowieso nichts, dann wird sich tatsächlich nichts ändern. Mhm. Wir haben jetzt 10 Jahre einen Fokus auf innerhalb des Pakets Sicherheit und Entwicklung, den Fokus auf Sicherheit gehabt. Das hat zum Teil funktioniert, das hat am Anfang besser funktioniert als jetzt. Jetzt muss man im Bereich Entwicklung, ganz richtig, wie Herr Baraki gesagt hat, nicht nachlassen. Und zu Entwicklung gehört an erster Stelle Bildung bei den Kindern und dann anschließend auch in der Weiterbildung. Da gibt es riesige Aufgaben und da gibt es auch Erfolge. Erfolge, die zum Beispiel zum Universitätsausbau geführt haben. Es gibt nicht nur die privaten Universitäten, die sich die Reichen leisten können, sondern es gibt Erfolgsgeschichten in verschiedenen Fächern, zum Beispiel in unserem Fach, in der Geografie oder in Geologie oder in den Naturwissenschaften. Projekte, die hier seit über 10 Jahren laufen, mit dem Deutschen Akademischen Austauschdienst, mit dem DAAD, in Bonn koordiniert werden, der seine Mittel vom Auswärtigen Amt bekommt. Das sind natürlich keine Schlagzeilen, die dann monatlich in den Medien sind, aber das sind die guten Nachrichten. Und die schlechten Nachrichten, wir kennen ja alle das Wort von den only bad news are good news, die sind aber jetzt abgenutzt. Und jetzt ist es höchste Zeit für Erfolgsgeschichten wie die von Frau Wieland mit Save the Children oder mit den Erfolgsgeschichten der Deutsch-Afghanischen Universitätsgesellschaft, der DAUG oder den Aktivitäten des DAAD. Wenn wir immer nur auf die Trümmer schauen, dann ist das auch wieder eine typisch europäische, vielleicht sogar typisch deutsche Perspektive. Und Afghanen, die in unseren Konferenzen in Kabul oder hier waren und Präsentationen dann von europäischen Kollegen sehen, das ist ja in bei uns, anzufangen mit einem Klischee. Manchmal hilft das auch didaktisch. Aber dann sagen die afghanischen Kollegen, zeigt doch von Kabul mal was anderes als Ruinen. Mhm. Mal etwas anderes, was weniger fatalistisch ist und fatalistisch klingt, sondern was Hoffnung macht. Und dazu gibt es ja begründete Erfolgsstorys. Und so sollte man, glaube ich, weitermachen. Glauben Sie, Afghanistan würde es besser gehen, wenn der Westen nicht eingegriffen hätte? Ja, also den Afghanistan-Konflikt, die Intervention des Westens kann man nur verstehen, wenn man die geostrategische Bedeutung Afghanistan berücksichtigt. Ansonsten ist das Engagement des Westens überhaupt nicht zu verstehen. Afghanistan war seit der Antike bis heute Opfer seiner geostrategischen Bedeutung. Und nach dem Ende des Warschauer Paktes hat Afghanistan nochmal an Bedeutung gewonnen. Man soll mal das Buch von Brzezinski lesen, die einzige Weltmacht. Der Brzezinski sagt, diese Region ist das Zentrum, was für uns von großer Bedeutung ist. Martin Albright, während einer Reise in Mittelasien und Kaukasus, sagt die Region Mittelasien, Kaukasus, zu Afghanistan gehört, ist eine strategische Sphäre der Vereinigten Staaten und wir wollen ungehinderten Zugang zu dieser Region haben und eine zweite Macht neben uns dulden wir nicht. Aber nochmal, hätte der Westen nicht eingreifen sollen? Der Westen hätte schon vorher nicht intervenieren sollen und die Mujahideen unterstützen sollen, um die Bedingungen zu schaffen für die sowjetische Intervention. Brzezinski sagt, wir haben die Russen nicht gedrängt zu intervenieren, aber die Möglichkeit, dass sie es tun, haben wir wissentlich erhöht. Das ist wortwörtlich Brzezinski. Also die haben die Sowjets provoziert, haben sie interveniert. Der Afghanistan-Konflikt ist internationalisiert worden, vorheimlich. Ab dieser Zeit haben sie gesagt, naja, wir können die Afghanen doch nicht alleine lassen. Natürlich müssen wir unterstützen. Mhm. Die Mujahideen unterstützt wurden. Und heute haben wir mit einer internationalen des Islamismus zu tun, das von Afghanistan bis Mali für so ein Problem geworden ist. Aber hätte Afghanistan das alleine schaffen können?
Auch wenn wir jetzt von kleinen Fortschritten sprechen und tatsächlich auch die Probleme uns noch anschauen werden? Das wäre vermessen, wenn ich da eine Einschätzung geben dürfte. Das würde vielleicht ein bisschen zu weit führen. Ich würde ganz gerne Ihnen etwas entgegensetzen. Natürlich haben Sie recht, geostrategische Situation und die Geschichte Afghanistan etc. pp. Wir schreiben aber heute das Jahr 2013. Wir sind jetzt hier und reden über Afghanistan und müssen jetzt gucken, wie können wir den Menschen dort am besten helfen mit einer koordinierten Hilfe. Und ich denke, dass es ein Mix ist. Die Truppen ziehen ab, wir müssen gucken, was werden trotzdem, ich würde gerne bei der Frage bleiben. Bei der Frage, ob Afghanistan das alleine geschafft hätte, hättet man. Die Frage davor war ja noch, hätte der Westen oder hätte er nicht. Das war die Frage dorthin. Herr Barakis, Position dieser Sendung, ja? Bei allergrößter Wertschätzung teile ich da nicht. Ich würde sogar im Gegenteil antworten, der Westen hätte früher, wenn wir heute die Parallelisierung, haben Sie ja gezogen, über neue Afrikanistans reden, die entstehen können. Also Räume, aus denen sich von zerfallenen Staaten dann basisähnliche Konstrukte für in die Welt ausgehenden Terror entwickeln, dann ist das genau die geschichtliche Lehre, die man aus Somalia oder aus Afghanistan gezogen hat, die manche in Nordmali befürchteten. Man hätte direkt nach dem Einmarsch der... Dann geben Sie auch auf die Frage Antwort, wie ist Afghanistan zerfallen? Wie ist Irak zerfallen? Wie ist Mali zerfallen? Genau. Wer hat da eine Rolle gespielt? Ja, die Frage muss beantwortet werden. Das Fatale war eben eine gewisse Zeit der Interesselosigkeit für Afghanistan. Das glaube ich weniger. Nachdem die Sowjets weg waren, hat man, das war schlimm genug, Afghanen gegen Afghanen kämpfen lassen. Das befriedet haben dann die Taliban. Und wenn in dieser Zeit Afghanistan mehr Interesse aus dem Ausland erfahren hätte, wäre es zu der Situation, die man nachher meinte, bekämpfen, besiegen und kontrollieren zu müssen, erst gar nicht gekommen. Deshalb würde ich Ihre Frage insofern beantworten, als dass man viel vorher, nicht unbedingt militärisch intervenieren, aber massives Interesse hätte zeigen sollen in puncto Zusammenarbeit und Entwicklung. Dadurch, dass man Afghanistan links liegen ließ, ist die ganze Situation zunächst erst entstanden, bei der nachher der Westen meinte, nicht anders als durch Interventionen reagieren zu können. Wir haben gerade gehört, es gibt tatsächlich viele verschiedene Meinungen. Die einen sagen, die Ausländer sollen bleiben, uns helfen. Die anderen sagen, die sollen so schnell wie möglich aus unserem Land raus, damit wir wieder was aufbauen können. Die USA spielen da eine wichtige Rolle. Gerade momentan ist das Image nicht das Beste, auch schon in den vergangenen Jahren nicht. Jetzt ist rausgekommen, dass möglicherweise die CIA mit Koffern und Tüten Millionen Dollar zur Regierung geschleppt hat, sozusagen, um gegen die Taliban vorzugehen. Was soll sowas? Sind das viele Mittel, von denen wir gar nichts wissen, wie dieser Krieg geführt wird? Das sind die schwarzen Kassen von Familie Karzai. Karzai steht auf der, seine ganze Familie steht auf der Gehaltsliste der CIA. Und die CIA hat gesagt, naja, Karzai erzählt uns nicht alles, dann nehmen wir auch seinen Büroleiter auch auf unsere Liste. Ja? Also die ganze korrupte Kaste wird von CIA finanziert bzw. unterstützt. Und Karzai bekommt Gelder, um die Warlord stillzuhalten oder beziehungsweise im Parlament Stimmen für sich zu kaufen. Ja? Und das weiß der Westen. Das wird sogar diese Korruption, wovon hier jeden Tag die Rede ist, auf allen Konferenzen, wir bekämpfen die Korruption und die afghanische Regierung soll das tun. Der Westen unterstützt diese Korruption. Ja, direkt. Ja. Ist da eben auch immer wieder diese Schwierigkeit. Also tatsächlich, wie weit wird da gegangen, um einen möglichen Frieden im eigenen Sinne herzustellen? Also wenn ich bemerken darf, wir hüpfen jetzt die einzelnen Probleme Afghanistans in einem ziemlich schnellen Galopp durch. Wir haben auch nur eine Dreiviertelstunde. Ja, aber, keine Dreitageskonferenz. Ich denke, wenn man die Einzelprobleme, weil Sie es gerade angesprochen haben, Korruption, es ist schwierig, diese Probleme irgendwie zu lindern oder zurückzubauen. Wenn Sie selber in Afghanistan als Soldat sind oder auch als Journalist sind und Interviews führen oder mit Afghanen zusammenarbeiten, dann müssen Sie mit den Menschen, die über die Regierung in gewisse Posten gesetzt worden sind, müssen Sie einfach verhandeln und sich besprechen, weil Sie die Repräsentanten sind. Und das ist natürlich für uns Westler teilweise ein komisches Gefühl. Letztendlich müssen Sie aber akzeptieren, dass gewisse Dinge so sind, wie sie sind. Und wenn jemand eine Idee hat, wie man die Korruption in Afghanistan zurückfahren kann, ich glaube, dann kann man Friedensnobelpreis irgendwie gewinnen. Ich würde ganz gerne wissen, und da möchte ich noch mal bei Ihnen anschließen, was Sie eben gesagt haben. Was muss denn aus Ihrer Sicht jetzt, heute,
wenn man ab morgen damit anfängt, was muss als erstes gemacht werden in Afghanistan? Wir werden darüber noch reden. Wir werden darüber noch reden. Wir wollen eben nicht hin und her springen. Jetzt, um noch mal das Thema Korruption uns anzuschauen, um auch noch mal zu schauen, wie ist die aktuelle Situation tatsächlich gerade in Afghanistan? Welche Probleme haben die Menschen? Was erleben Sie denn dort? Wie läuft das gerade auch in dem Bereich, wo Sie kämpfen? Ja. Kinder, Frauen? Also ich denke auch, die Diskussion muss dahin gehen, wie vermeiden wir, dass 2014 wird wie 1989. Es darf und es wird nicht so werden. Und der Punkt Korruption, wie wurden Gelder auch in den letzten 10 Jahren verschwendet, ist natürlich ein wesentlicher für uns auch. Und ich glaube, die Learnings sind da. Man weiß auch zum guten Teil, wir wissen natürlich, was politisch in den letzten 30 Jahren schiefgelaufen ist, aber es lässt sich ja nicht zurückdrehen. Wir wissen aber auch, was in den letzten 10 Jahren schiefgelaufen ist. Die ursprüngliche Politik, dass man genau dort Entwicklung betrieben hat, wo man militärisch präsent war. 80 bis zu 80% der USAID-Gelder sind natürlich jetzt in Anführungszeichen dorthin gegangen, wo das Militär präsent war. Dass diese Vermischung von Entwicklungszusammenarbeit und militärischen Zielen, strategischen Zielen völlig verkehrt war und auch zur Verschwendung geführt hat. Dazu auch noch der Punkt, dass man vor allen Dingen Infrastruktur, große Infrastrukturprojekte fördern wollte, weil die schön sichtbar sind, weil die kurzfristige Erfolge zeigen. Und aber natürlich Tür und Tor öffnen auch für Korruption. Das heißt, wenn ich große Straßen, wenn ich große Dinge baue, dann habe ich natürlich wenig Einfluss auf die ganzen Subkontraktoren, die ich dort habe. Es gibt auch hier Modelle, die funktionieren. Es gibt ein Ansatz, und den Ansatz fahren auch wir, dass wir in den Gemeinden vor Ort arbeiten, dass wir das Vertrauen der Gemeinden erringen und dass wir dort anfangen zu arbeiten. Und das also direkt vor Ort, gar nicht über die Regierung gehen, sondern direkt vor Ort in den kleinen Orten. Mit den lokalen Strukturen arbeiten. Aber die Frage ist einfach, wir können nicht die ganze Zeit über Korruption uns beschweren und können nicht anfangen, mal Good Governance auch zu unterstützen und auch das Geld nicht immer nur über Kabil zu schieben, sondern sagen, es muss einfach nachfolgend Ministerien, nachfolgend Strukturen aufgebaut werden, die diese Gelder dann auch wirklich vernünftig und accountable verwalten können. Und auch da ein positives Beispiel. Das Gesundheitssystem ist ja aufgebaut worden, ist 2003 implementiert worden und ist runter diffundiert worden bis in die Dörfer. Es ist immer noch zu wenig, ich sage es auch gar nicht, aber mittlerweile haben immerhin 86% der Afghanen Zugang zu einer Art von Gesundheitsdienst. Und wenn das in Dörfern ist... Wenn die Dollar bezahlen können. Meine Tochter war krank und musste operiert werden. Bevor ihr Mann Dollar nicht bezahlt hat, ist er nicht einmal registriert worden im Krankenhaus. Die Frau war am Sterben. Ja, das sind Märchen, was Sie erzählen. Nein, Märchen, ist die afghanische Realität ist ganz, ganz anders. Es gibt formal Bildungswesen und Gesundheitswesen kostenlos. Aber dann kostenlos, wenn die vorher Dollar bezahlen. Das ist die Situation. Also kann ich Ihnen auch Beispiele aus 10 Dörfern nennen, wo es nicht so ist. Wir haben Hebammenschulen, wir haben Hebammen ausgebildet. Eine Schwalbe macht ja keinen Sommer. Ja, aber Sie können Ihre Schwalbe macht Dörfer auch noch keinen Afghanistan Winter. Nicht ändern. Afghanistan ist zweimal so groß wie Bundesrepublik Deutschland. Aber was wollen mit Sie denn? Dem Tempo, mit dieser Kapazität, was Sie vorangehen, brauchen wir 500 Jahre, um in Afghanistan etwas Substanzielles zu ändern. Aber was ich von Ihnen immer nur höre, was alles nicht geht, was würden Sie denn jetzt sagen, was soll jetzt getan werden? Genau, wir wollen mal nach vorne blicken. Wie könnte jetzt Afghanistan stabilisiert werden? Es gibt tatsächlich den Plan, es gibt das Datum 2014. Die ISAF wird abgezogen, einige Soldaten werden bleiben, aber es wird eben den Einsatz nicht mehr direkt geben wie in dieser Form. Wie soll die Zukunft aussehen? Der Begriff an sich ist betrügerisch. Es gibt keinen Abzug. Es gibt Abzug der Kampftruppen. Das heißt, die Kampftruppen werden abgezogen. Afghanische Militäreinheiten und Polizisten sind ausgebildet worden. Also Dorfmilizen. Der Krieg wird afghanisiert. Also das heißt, die Kampfaufgabe, die von NATO übernommen hatte, soll jetzt die Afghanen übernehmen. Im letzten Jahr sind 10.000 Polizisten erschossen worden von dem Widerstand. Das ist die afghanische Realität. Ja. Und die NATO sagt, naja, wir werden etwa 10.000 Soldaten haben und allein die USA wollen 8 bis 10 große Stützpunkte haben, ein Dutzend kleinere Stützpunkte haben. Was wollen Sie denn eigentlich in Afghanistan? Würden Sie sagen, das heißt, dass alle direkt Afghanistan abziehen sollen? Soll ein unsinkbarer Flugzeugträger für die künftige Operation. Sollen alle direkt abziehen, Ihrer Meinung nach? Ich sage nicht abziehen. Ich sage, sollen alle gehen? Alle ich sage ablosen. Gehen? Mein Vorschlag ist, von wem? Schauen Sie mal im Internet unter Blauhelme. 4/5 der Blauhelme der Vereinten Nationen sind aus den Ländern der blockfreien Staaten. Mhm. Afghanistan ist Gründungsmitglied der blockfreien Staaten. Als diese blockfreien Staaten gegründet worden sind, waren 25 da. Jetzt haben wir 118 Länder. Wir können aus diesen 118 Ländern uns aussuchen, aus welchen Ländern Militäreinheiten von mir aus mit einem robusten Mandat nach Afghanistan kommen sollen und die NATO-Einheiten ablösen sollen. Mhm.
Das wird der erste Schritt. Der zweite Schritt ergänzen Militäreinheiten aus den islamischen Ländern. Selbst die islamisch geprägten Widerständler sagen, wenn islamische Militäreinheiten kommen nach Afghanistan, wir werden sofort unsere Waffen niederlegen. Das wäre der Schritt zur politischen Lösung des Afghanistan-Konfliktes. Wäre das eine Möglichkeit, tatsächlich zu sagen, die, die bis jetzt da waren, werden abgelöst durch andere? Oder würde das nicht auch noch mal Chaos bedeuten? Also als ich unten war in Afghanistan, kamen irgendwann die türkischen Soldaten und sollten dort in Mazar-i-Sharif unterstützen. Keiner wusste, was er mit den türkischen Soldaten anfangen sollte, weil sie irgendwie gar keinen richtigen eigenen Stützpunkt hatte. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis die sich dort unten etabliert haben. Was man aber so von Soldaten hört, die mit diesen Kameraden zusammengearbeitet haben, ist es in der Tat schon, Mentalität, gebe ich Ihnen recht, irgendwie auf Augenhöhe. Eine bessere Kommunikation untereinander. Und diese Idee, die Sie da gerade aufzeichnen, finde ich nicht schlecht. Ich möchte nur nicht beurteilen können, ob diese blockfreien Staaten dann in der Lage sind, die militärischen Kapazitäten, die dann für so einen Einsatz nötig werden, dann auch dann zur Verfügung zu stellen. Ein Handvoll NATO-Länder können das, aber 118 blockfreie Staaten können das nicht. Das geht mir ja nicht in den Kopf nicht rein. Also es würde zumindest die Kapazität Ihrer Meinung nach da sein. Wäre das eine Möglichkeit oder wäre das jetzt ein Fehler und vielleicht möglicherweise sogar ein Eingeständnis, das, was wir bisher gemacht haben, hat nicht so richtig funktioniert? Also ich würde in beiden Punkten Herrn Baraki sekundieren. Einfach schon, damit die beiden Unis an der Lahn hier einen Schulterschluss auch machen. Sie dürfen schon jeweils Ihre Meinung vertreten. Es wäre ein Schritt in Richtung Ehrlichkeit, was wirklich, das hat der Baschow eben angesprochen, zu vielen Problemen geführt hat. Auch den Wunsch, den wir im Film ja auch gesehen haben, viele Afghanen beschleunigt hat, auch jenseits der Realität sich zu wünschen, wenn die Ausländer erstmal weg sind, womit die ausländischen Militärs und die nicht muslimischen ausländischen Militärs gemeint sind, dann kann alles gut werden, war eine kulturelle Ignoranz, war mehr oder weniger das Militärverwalten jenseits kultureller, religiöser Befindlichkeiten. Das kann natürlich gelöst werden, wenn man bei Blauhelmtruppen auf eine entsprechende Auswahl achten würde. Das wäre ein Schritt in Richtung mehr Ehrlichkeit, dass nicht versucht wird zu suggerieren, die internationalen Truppen und die deutschen Truppen als Hilfstruppen der Amerikaner seien dort, um den Afghanen zu helfen. Der erste Grund, der wichtigste Grund, ist der mehrfach betonte strategische Grund. Und dann fällt vielleicht noch bewaffneter Schutz für Entwicklung nebenher ab. So ehrlich muss man sein. Man muss aber dann auch in der Lage sein, gelernt zu haben aus 10 Jahren, in denen ein Schwergewicht finanziellen Engagements im militärischen Bereich nicht so funktioniert hat, wie es war, das zu evaluieren, daraus zu lernen und daraus zu lernen, dass das andere Standbein, das Standbein Bildung, weiter und mehr unterstützt wird. Also Bildung statt Bomben, was wir uns schwer tun also zu verstehen. Also der Westen könnte sozusagen tatsächlich sagen, wir werden noch finanziell unterstützen, aber geben das in Bildung, in Krankenhäuser. Ja, das wird der Westen auch und ziehen tun. Uns und sonst die zurück. Taliban haben das längst kapiert, dass für ihre Herrschaftssysteme, für ihre Politik der Verdummung eines Volkes ein dummes Volk praktischer ist als ein gebildetes Volk. Deshalb werden Schulen angegriffen, Schulen gesprengt. Deshalb erleidet ihre Arbeit auch immer wieder Rückschläge. Nur diejenigen, die Verantwortung für Afghanistan empfinden, müssen das auch noch lernen, dass Bildung die beste Waffe ist gegen eine Radikalisierung der Bevölkerung. Also der Slogan Bildung statt Bomben, so platt er klingt, da steckt, glaube ich, der Schritt für die nächste Entwicklungsstufe in Afghanistan für das nächste Jahrzehnt drin, was ja auch auf der Afghanistan-Konferenz, die Herr Baschow eben angesprochen hat, einer der beiden Punkte waren, die betont werden. Der erste Punkt war mehr Verantwortung in afghanische Hände und der zweite Punkt mehr Engagement im Bereich Bildung und Ausbildung und nur darüber. Welche afghanische Hände? Also diejenigen, die heute in Afghanistan sagen haben, die repräsentieren Afghanistan nicht. Die sind zum großen Teil Agenten von CIA. Die wollen für Afghanistan nicht die. Mir sagen die Leute, Baraki, gehen Sie am Freitag in die Stadt und schauen Sie mal, ob Sie einen Minister finden. Dann fragte ich, warum nicht? Sagte, die sind alle in Dubai. Holen Sie den Kontoabzug ab. Ja? Der erste Vizepräsident von Karzai ist auf Dubai auf Flughafen mit 55 Millionen Dollar in Koffer festgenommen worden. Ja? Die
die rauben Afghanistan. Das ist die jetzige afghanische. Mit diesen Leuten kann man Afghanistan nicht bauen. Es wird ja Wahlen geben. Also sagen Sie, Karzai ablösen, neue Regierung. Wie könnte die denn aussehen? Weil da ist auch wieder die Frage, welche Rolle spielen die Taliban? Das entscheiden die USA, wer Karzai Nachfolger will. Niemand hat da anderes was zu sagen. Wenn die USA jetzt mal außen vor lassen würden, wie könnte diese Regierung denn aussehen? Wer ist denn da? Das muss eine Ratsversammlung geben. Mhm. Und auf dieser Ratsversammlung im Vorfeld, die Wahlen zu dieser Ratsversammlung soll von unabhängigen, nicht von NATO-Ländern, auch nicht von OSZE, soll von unabhängigen internationalen Organisationen, wozu auch Frauenorganisationen gehört, sollen diese Wahlen zu einer Ratsversammlung kontrolliert werden. Und auf dieser Ratsversammlung soll entschieden werden, wie die künftige politische Struktur in Afghanistan auszusehen hat. Und nicht in den USA oder irgendwo. Ja, das ist das Problem in Afghanistan. Gibt es denn dort tatsächlich auch die Menschen, die eine Regierung bilden könnten? Also ich habe, als wir die Dreharbeiten durchgeführt haben, eine weibliche Präsidentschaftskandidatin getroffen, die natürlich sagt, die Zeiten in Afghanistan haben sich geändert, dass jetzt auch Frauen sich trauen, in politische Ämter anzutreten. Natürlich schätzt sie ihre Chancen nicht als die besten ein. Es gibt viele potenzielle Kandidaten, die sich dort bewerben können. Aber wie Sie schon sagen, müssen die Afghanen ihre Wahlen und ihre Politiker irgendwie selber wählen können über eine Jirga etc. pp. Aber ich denke, dass wir davon noch weit entfernt sind und der Westen eigentlich immer noch zu sehr seine Finger mit im Spiel hat. Und wenn wir uns an die erste Afghanistan Konferenz in Bonn hier zurückerinnern, wo die Weltgemeinschaft den Afghanen versprochen hat, wir bringen euch die allheilige Demokratie, aber euren ersten Präsidenten, den setzen wir euch vor die Nase. Das hat mit Demokratieverständnis eigentlich nicht viel zu tun. Und auf der ersten Konferenz in Petersberg waren eine monarchistische Gruppe und drei ehemalige Mujahideen-Kommandanten da, die die USA durch Taliban vertrieben hatten. Die haben die wieder hier geholt auf den Petersberg und aus diesen Leuten haben die für Afghanistan eine Regierung gebildet. Karzai war gar nicht da. Da war auf einem US-amerikanischen Kriegsschiff im Indischen Ozean. In seiner Abwesenheit wurde er durchgeboxt als künftige Übergangsregierung Afghanistan. Der Warlord von Nangarhar, Haji Qadir, hat frühzeitig Petersberg verlassen. Ich habe ihn gefragt, Haji, warum gehen Sie nach Hause? Ich halte es nicht mehr aus. 20 US-amerikanische Berater sitzen hier und sagen, was wir zu sagen haben. Das mache ich nicht mit. Ich bin Pashtuni, ich gehe nach Hause. Darf ich den Herrn Baraki eine Frage stellen? Bei all dem, was Sie sagen, aus Ihrer afghanischen Perspektive, gebe ich Ihnen recht. Deswegen haben wir auch diesen Film gemacht. Aber was mich immer so ein bisschen nervt, wenn natürlich gehört die Geschichte Afghanistans zum Land und zur Entwicklung mit dazu. Wenn wir aber immer wieder nach hinten gucken und sagen, hätte, wäre, könnte, kommen wir nicht voran. Was muss denn jetzt jenseits dessen, was Sie jetzt gerade alles vorgeschlagen haben, was muss denn... Hat mit heute zu tun? Nee, lass doch mal, wird weiter fortgesetzt. Wir haben gerade schon nach vorne geblickt. Und dort sagten Sie beispielsweise, dass tatsächlich die westlichen Gruppen abgelöst werden sollten durch andere Gruppen. Das wäre eine Möglichkeit. Ja. Wie wäre denn tatsächlich die Situation mit den Taliban? Werden die derzeit durch das, was passiert, gestärkt? Also, man wäre abenteuerlich, glauben zu wollen, eine afghanische Gruppe, zwei oder fünf afghanische Gruppen können den Afghanistan-Konflikt lösen. Mhm. Wenn ich vor Afghanen Vortrag halte, die sagen mir, du bist ein Verbrecher, du bist ein Reaktionär. Ich sage, als ich so jung war wie du, habe ich auch so gedacht. Aber ich bin jetzt ein bisschen älter, vielleicht ein bisschen weiser und nachdenklicher. Ohne Taliban kann man den Afghanistan-Konflikt nicht lösen. Mhm. Alle Afghanen, nicht Taliban, Mujahideen, nicht Mujahideen, Verbrecher, Warlords, wer sie sind. Alle afghanische Gruppierungen, alle Schichten und Klassen der afghanischen Bevölkerung muss an einem runden Tisch. Und so können wir auf so einer afghanischen Jirga, wir Afghanen haben in unserer Geschichte viel Erfahrung mit solchen Jirga gemacht, können wir eine neue politische Struktur für Afghanistan schaffen. Ist das tatsächlich etwas, unumgänglich, zu sagen, die Taliban müssen mit an den Tisch? Ja, natürlich. Das war eben auch mit gemeint, Afghanistan wird afghanischer. Dazu gibt es ja auch schon entsprechende Schritte. Wir haben ja auch im Film die Behörde gesehen, die für eine Integration beim neuen Aufbauprozess ganz bewusst programmatisch Taliban-Funktionäre mit einbezieht. Es kann nur so gehen, wenn man, da hat Herr Baraki völlig recht, jetzt darauf hofft, dass afghanische Gruppen militärisch das gelingt, was Sowjets und was der Westen nach der Intervention nicht geschafft hat, das kann man natürlich gleich knicken. Deshalb kann es nur im Dialog geschehen. Und das ist ja auch längst nicht ganz so offiziell, aber das ist tatsächlich politische Praxis und Pragmatik. Da reden Politiker, auch deutsche Politiker, ganz offen drüber, dass man diese Möglichkeit mit einbeziehen sollte. Und möglicherweise wird es auch schon getan. Ich
denke, Gespräche werden ja schon länger geführt und vielleicht auch noch, es war auch eben einfach, ich vertrete übrigens keine Kinderrechtsorganisation, keine Frauenorganisation, aber ich breche natürlich ganz gerne die Lanze für die Frauen. In Afghanistan leiden die Kinder und Frauen am meisten. So kann man die beiden da sind wir uns einig. Was ich aber sagen wollte, ist, dass wir natürlich auch immer gefordert haben, gerade bei der humanitären Nothilfe, weil, wie Sie schon sagten, da ist einfach natürlich neben der ganzen geopolitischen Schwierigkeit, ist natürlich Afghanistan in den letzten Jahren auch von Überschwemmungen, von Dürre 2010, 2011, von Erdbeben und so weiter auch heimgesucht worden. Und dann haben wir in den ersten Jahren natürlich auch immer dieses Ansinnen gehabt, ja, aber werden von euch dann Taliban-Kinder auch unterstützt? Und unser Standpunkt als unabhängig, politisch unabhängige, unparteiische Kinderrechtsorganisation ist, dass uns das völlig egal ist. Und genauso muss natürlich auch, da gebe ich Ihnen absolut recht, muss natürlich das Land einmal in die Hände der Afghanen gegeben werden. Es müssen alle Gruppen mit einbezogen werden. Und man kann nicht punktuell nur sagen, die sind uns genehm und die sind nicht genehm. Dafür haben wir aber auch die letzten 10 Jahre gekämpft, dass das passiert. Aber tatsächlich würden Sie auch sagen, dass zumindest vom Westen diese Unterstützung, was Bildung angeht, was Geld angeht, was zumindest wirtschaftliche Hilfe angeht, weitergehen sollte? Auf jeden Fall. Es gibt Zusagen bis 2016 und wir fordern momentan, dass sie weiter, es muss weitergehen. Mhm. Wie das politisch ist, wie das militärisch ist, das kann ich nicht, dazu kann ich wenig sagen, aber es muss natürlich weiter investiert werden. Es muss investiert werden in Bildung, in Gesundheit, in Mangelernährung. Wir haben natürlich, ich weiß das auch, wir sehen ja die Bilder, ich sehe auch die Zahlen, wir haben einen entsetzlichen Stand an mangelernährten Kindern, also 60, über 60%, die Erscheinungen haben, die Mangelernährung haben, 18% sogar akut. Das ist für die Kinder natürlich fürs Leben ein Schicksal. Das heißt, wenn ich viele Jahre als Kind mangelernährt bin, dann kann ich mein volles Potenzial nicht ausleben. Und das ist das, was bei mir im Fokus steht. Mhm. Wir dürfen die Zukunft Afghanistan jetzt nicht aus dem Blick verlieren. Wir müssen dort weiter investieren. Und nur deswegen bitte ich ja auch bei Ihnen um, sagen wir mal, so eine Spur der Hoffnung oder konkrete Ansätze, was kann man denn anders und besser machen aus dem Gelernten. Ich hoffe, dass ich nicht den Eindruck erweckt habe, dass ich keine Hoffnung habe. Ich habe selber Projekte. Ich habe Frauenprojekte in Afghanistan, die ich selber betreue. Deswegen gehe ich auch nach Afghanistan. Mhm. Ich habe Kinder, 3 Mädchen und einen Junge, den Schule ich finanziere. Und das muss ich alles selber vor Ort machen. Also hoffnungslos bin ich nicht. Aber ich sage, Afghanistan muss eine Perspektive haben. Und diese Perspektive kann mit Krieg nicht sein. Ja, 30 Jahre Krieg, 33 Jahre Krieg haben wir gesehen, dass nichts gebracht hat. Und jetzt müssen wir lernen. Der alte Bert Brecht hat gesagt, wenn man A gesagt hat, muss man nicht B sagen, wenn man der Meinung ist, dass das A falsch war. Ja, man kann sich jederzeit korrigieren und die internationale Gemeinschaft, wie so schön heißt, NATO-Länder haben sich zum internationalen Gemeinschaft erklärt, sollen doch Lehren ziehen. Die haben aber eine Lehre gezogen. Neueste Bericht der Bundesregierung, sollen Sie lesen, dass die Lehre heißt aus Afghanistan, dass wir mit den Hiesigen, mit den Ortskräften arbeiten, auch mit den Warlords, mit den Kriegsverbrechern und so weiter. Das heißt für mich keine Lehre. Für mich heißt Lehre, Afghanistan zu einer Gesamtfrieden zu führen und nicht mit einzelnen Gruppierungen, Warlords und Kriegsverbrecher und Drogenbaronen zu arbeiten. Das ist keine Rede für Afghanistan. Ja? Ich glaube, das Hauptproblem der internationalen Seite ist auch, dass jeder sein eigenes Süppchen kopft. Wir haben zig Länder, die in Afghanistan engagiert sind, weil wir eben bei dem Thema Gespräche mit den Taliban, Reintegration in die Gesellschaft gesprochen haben. Jede Nation verhandelt mit seinen eigenen Taliban, wissen noch gar nicht, ob das wirklich hochrangige Taliban sind. Jeder verhandelt ein bisschen vor sich hin, aber nichts kommt bei rum. Ich glaube, das ist dieses Problem. Und wenn man es von der militärischen Seite sieht, Afghanistan ist in mehrere Regionalkommandos eingeteilt, die von verschiedenen Nationen irgendwie geführt wird. Da weiß manchmal die rechte Hand nicht, was die linke Hand macht. Der Norden fährt die Aktion, der Süden fährt die Aktion und in der Mitte fragt man sich, ja, was denn nun? Das ist eigentlich das Problem. Es kochen zu viele Leute an einer Suppe. Und ich denke, wenn wir hier sitzen und auch probieren, die Probleme Afghanistans irgendwie zu besprechen, dann ist das ein wichtiger Punkt, dass wir schauen, was haben wir falsch gemacht und was können wir besser machen. Letztendlich ist meine These, kann machen, was er will, Afghanistan ist besetzt und jeder Besatzer macht in seiner Region das, was ihm gerade passt. Wenn die Afghanen das sagen hätten, dann konnten sie nicht schalten und walten, die fremden Mächte da in Afghanistan. Und diese Bedingungen müssen wir schaffen. Wenn wir diese Bedingungen nicht geschafft haben, dann wird es so weitergehen. Jeder wird sein Süppchen kochen, wo er Lust hat. Ich frage mich die ganze Zeit, eine Jirga zu machen, finde ich alles gut. Ja. Ich frage mich immer, wo bleibt die Initiative aus der afghanischen Gesellschaft, sich einfach mal gegen die Feinde Afghanistans zu erheben? Afghanische Gesellschaft liegt in Koma. Das Volk, 80% des Volkes ist am Hungern. Ja. Wenn sie Hunger haben, können sie nicht mehr machen. Ja, die Leute haben keine Kraft. Die haben keine Kraft. 30 Jahre Krieg hat die Menschen zermürbt. Das ist mir schon klar. Das müssen wir dabei berücksichtigen, wenn wir solche Ansprüche erheben. Wir wollen ja darüber diskutieren, was wir jetzt auch besser und jetzt an ersten Schritte machen können. Wir haben gerade auch darüber schon gesprochen. Die Sendung ist leider zu Ende. Aber ich denke, wir haben ja nun gesagt, oder Sie haben auch gesagt und auch die anderen, welche Perspektiven das Land möglicherweise hat, was man verändern könnte. Ich danke Ihnen für diese
diese aufschlussreiche Diskussion hier in der Phoenix-Runde. Ihnen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen nicht, da ist 1. Mai. Einen schönen Feiertag. Am Donnerstag sehen wir uns aber wieder. Bis dahin. Tschüss.